Wir befinden uns hier am Ende der Messe von Saint-Imier und dementsprechend haben wir auch schon viel geredet. Du hast auch schon sehr viele Workshops gehalten, aber wir wollen, weil wir oft die Frage bekommen, einfach mal die Frage noch stellen zum Ende: Warum sollte man sich mit Gustav Landauer beschäftigen? Und wir können nicht so gut darauf antworten, weil wir uns nicht so gut mit Gustav Landauer auskennen. Und deswegen habe ich hier den Jan von der Gustav Landauer Initiative aus Berlin bei mir. Erzähl uns doch einfach mal, was sind so die Punkte, was spannend an der Beschäftigung mit Landauer heute sein kann. Ja, das ist eine sehr allgemeine Frage, danke. Ja, ich bin auch, Marian hat es gerade gesagt, das erschöpft schon, ich hoffe, ich habe noch Stimme. Wir haben hier die Landau-Ausstellung gezeigt in französischer Fassung und ich habe verschiedene Führungen gegeben, auch mit einem Genossen aus Frankreich, Anatole, und außerdem gestern Abend noch einen letzten Workshop bis spät, und wo es natürlich auch darum ging, was an Landau interessant ist. Und mein persönlicher Zugang, also mein Zugang ist also der Versuch einer systematischen Aktualisierung. Und derer bedarf es auch, weil Landauer jederzeit eigentlich in konkreten Lagen und mit spezifischen Gegnern sozusagen in Konfrontation oder in konkrete Situationen interveniert hat. Also sein Schreiben ist durchweg eigentlich eingreifend. Also hat keine akademischen Traktate oder irgendwie sowas geschrieben. Klar, er war nicht an der Universität, er ist auch sozusagen von der Immatrikulation an den Universitäten in Preußen ausgeschlossen worden. Wäre auch nicht interessant gewesen für ihn zu der Zeit natürlich. So dass er, und er wollte sich in seinem Schreiben mit konkreten Kämpfen verbinden. Das hat er getan. Und deshalb ist es jetzt uns nicht immer gleich klar, in welche Richtung das eigentlich geht, wenn wir seine Texte lesen. Und es deshalb nötig, das zu rekontextualisieren, um das sozusagen einen etwas allgemeineren Gehalt bergen zu können. Und das ist so ein bisschen meine Anstrengung oder mein Versuch, auch über die Gustav-Landau-Initiative hinaus. Und ich habe es gerade angesprochen, mein persönlicher Zugang ist eben vor allem seine Spinoza-Rezeption, also die sehr früh einsetzt und dann immer wiederkehrend sich vertieft. Nietzsche spielt eine große Rolle, Landau kommt ja über Schopenhauer, das sind auch zum gewissen Grade Neospinozisten. Und was da stattfindet in dieser Philosophie, ist eine interessante Neuanordnung der grundlegendsten Begriffe, die dann Konsequenzen haben für ein Denken der Praxis, die sehr interessant sind, meiner Ansicht nach. Generell ist der Grundbass, also bei Landauer, ein radikal-demokratischer. Also die Masse, das ist jetzt, zeichnet ja nicht nur Landau aus, ne? Also können wir die ganze föderalistische Tradition uns angucken, also die Masse der vereinzelten Einzelnen, die sollen sich neu konstituieren in relativ autonomen Kommunen, die sich föderieren und dann eine eigene Macht ausbilden und eben das System der Vertretung und Abdankung, wie er unter anderem auch sagt, dadurch hinter sich lassen. Und bei Landauer gibt es einen interessanten Punkt, den man rausgreifen könnte, ist das praktische Primat der Affirmation. Also ich erkläre das kurz, ja. Also weil oft gibt es so ein handwerkliches Verständnis der Revolution. Also ich habe einen Gegenstand, den zerlege ich und dann setze ich ihn neu zusammen. Aber wenn dieser Gegenstand die Gesellschaft selber ist, in der ich meine Existenz basiere, dann fragt sich natürlich, wo basiere ich meine Existenz, indem ich das tue, ja? So dass wir bei Landauer nicht erst als erstem genau dieses, also Proudhon führt das eigentlich ein in den Anarchismus, das ein praktisches Primat der Affirmation haben. Das heißt, dass ich in dem Prozess der Transformation der Reproduktionszyklen der Gesellschaft darauf schaue oder das Primat darauf lege, dass ich meine eigene Reproduktion auf eine andere Grundlage übergehen lasse. Also die zeitliche Folge von, ich zerlege einen Gegenstand und setze ihn dann neu zusammen, die führt eben den Fehler ein, dass dieser Gegenstand die Gesellschaft ist, auf der ich meine Existenz basiere. Und das ein Text, insbesondere an dem man das schon deutlich sieht, ist Ein Weg zur Befreiung der Arbeiterklasse, der zum 1. Mai 1895 als Broschüre veröffentlicht wurde, wo er schaut, was sind die Hebelpunkte, was sind die Spielräume innerhalb der Reproduktionszyklen, der kapitalistischen Produktionsweise, wo lässt sich angreifen. Und er entrollt dann, also er kommt mit einer konkreten Analyse, sagt, eine militärische Konfrontation wäre zu dieser Zeit wäre eine sichere Niederlage und man sollte sie tunlichst vermeiden.
weil das die Bewegung auf Jahrzehnte zurückwerfen würde. Und sagt dann, naja, aber was vernachlässigt wird, er wägt dann so verschiedene unterschiedliche Mittel und Waffen so und konstelliert dann eigentlich eine komplexe Strategie, wo er sagt, ja, unterschätzt ist bislang die Rolle der Konsumgenossenschaft, der Organisation des Konsums, weil ohne dass ich Kapital fix bräuchte, kann ich, indem ich das Handelskapital ersetze, eine ökonomische Macht aufbauen, um dann das nicht um billig einzukaufen für die Genossinnen und Genossen oder irgendwie Dividenden auszubezahlen, sondern um das kollektivierte, also Kapital in dem Sinne zu benutzen, um dann Produktivgenossenschaften zu gründen, die in ein Verhältnis zu setzen und dadurch eben eigene Organisationen aufzubauen und nicht die Konsumkraft zu unterschiedlichen Händlern zu tragen. Und dann habe ich, wenn ich eben das Verhältnis habe, habe ich also eine artikulierte Einheit von Produktiv- und Konsumgenossenschaften, habe alle Kapitalfraktionen dann ausgeschlossen, ja. Und das natürlich begleitet durch Boykotts, Streiks, also die Gewerkschaft findet eine ganz wichtige Waffe. Er hat ja 1896 maßgeblich die großen Konfektionsarbeiterinnenstreiks mit vorangetrieben, wurde in einer Versammlung enthusiastisch irgendwie zum Versammlungsleiter gewählt, die einzige, die sich dann auch einstimmig für die Weiterführung der Streiks ausgesprochen hat. Seine erste Frau war auch Schneiderin. Mhm. Da gibt es sehr sympathische Schilderungen bei Albert Weidner aus den Tiefen der Berliner Arbeiterbewegung dieser Zeit. Das ist der eine Punkt. Also man kann natürlich sagen, die Disartikulation irgendwie eines Gegenstands ist auch immer schon eine Affirmation. Also ich affirmiere dann irgendwie die Asche oder den Schutt irgendwie. Und dann gibt es diese schönen poetischen Phrasen irgendwie, dass aus der Asche oder auf der Tabula Rasa der alten Gesellschaft, ja, wird die neue Gesellschaft entstehen. Aber das ist natürlich Poesie. Man muss, wie Foucault später sagen wird, das Schiff halt auf hoher See umbauen. Also man muss sozusagen darauf achten, dass die eigene Reproduktion, dass man sich selber, dass man das eigene Sein unmittelbar affirmiert. Das ist ein interessanter Punkt, der eben meiner Ansicht nach auf seiner realistischen, seinem realistischen Instrumentarium, das er anlegt, basiert. Lanois wird oft vorgeworfen, dass er den Klassenkampf ad acta gelegt hätte oder sich vom Proletariat abgewandt hätte. Das ist salopp gesagt Quatsch. Also der Klassenkampf konkretistisch verstanden, fände er schon ein Problem. Allerdings ist ihm der Klassenkampf einfach eine defensive Selbstverständlichkeit. Also das ist einfach ganz klar, dass Arbeiterinnen und Arbeiterinnen sich organisieren müssen, um irgendwie dem ausbeuterischen Interesse was entgegenzusetzen. Mhm. Allerdings ist natürlich, geht es Landauer mit Proudhon, mit Marx, selbst mit dem Erfurter Programm, um die Abschaffung der Klassen, um die Abschaffung aller Klassenpositionen und des Feld des Kapitalverhältnisses insgesamt. Das heißt, die artikulierte Einheit von Kapital und Arbeit soll aufgelöst werden und das bezieht dann natürlich alle Positionen in der gesellschaftlichen Funktionsverteilung ein. Und so im Februar 1892, als er die Redaktion der Sozialist übernimmt, dann klammert er sich noch, ist so ein letztes Anklammern an die Verelendungsthese. Also, dass das Proletariat eben dazu gezwungen wird, aufzubegehren, wenn es ihm besonders schlecht geht. Aber dann im Sommer schon lässt er das hinter sich und sagt, naja, aus allen Klassen können Leute hervorgehen, die sich wirklich im Kampf engagieren. Die Disartikulation eben des Kapitalverhältnisses, die rückt in den Vordergrund. Und das kämpfende Subjekt, das bildet sich dann in den Kämpfen selbst und die Herkunft, die zählt eigentlich für nichts. Also er räumt noch ein, dass irgendwie die Bourgeoisie natürlich in den allermeisten Fällen trotz Aufklärung und Belehrung ihre Urteile zum Klassenurteil bornieren wird und ihre Moral zur Klassenmoral und so weiter. Aber er meint allerdings mit Marx übrigens, dass der Klassenkampf nicht über das Kapitalverhältnis hinausführt. Also das ist sozusagen, das bleibt immanent. Ein weiteres Problem ist, der Klassenkampf konkretistisch verstanden könnte dazu führen, dass ich quasi die Relata dieser Relation Kapital und Arbeit affirmiere, dass ich sozusagen nicht darauf ausgehe, das ist doch ganz sympathisch, die Relation, also die Relata mit der Relation abzuschaffen, sondern dass ich sozusagen in einem konkretistischen Verständnis der Konfrontation eher auf eine quasi identitäre Weise sozusagen diese Relata affirmiere. So, das wäre für ihn auch ein Problem. Ja, also
das ist das Thema Klassenkampf. Es gibt noch viele weitere Punkte irgendwie und das ist nur ein Beginn. Also ich reiß noch ein paar ganz kurz an. Er wird oft für einen Theoretiker der Siedlung gehalten. Das stimmt nicht. Das ist ein Aspekt, den er von der Konsumgenossenschaft abhängen lässt. Das ist immer eine Konstellation von verschiedenen Mitteln und Strategien basierend auf einer Analyse der Situation, was man ihm auch vorgeworfen hat. Er wäre Voluntarist, deshalb keine Analyse der Situation, das ist Quatsch. Es heißt, er hätte eine Geschichtsphilosophie, das ist Quatsch. Es gibt wahnsinnig viel Zeug, was über Landau kursiert, was ich für falsch halte. Und ich werde bei nächster Gelegenheit, nicht bei dieser, denn wir haben nicht die Zeit, werde ich das alles gründlich widerlegen, meine eigenen Ansichten vortragen. Okay, da hast du aber sicherlich auch einiges vor und danke dir für den kleinen Einblick, der euch ja vielleicht anregt, euch näher dann auch nochmal mit Gustav Landau zu beschäftigen und diese vielleicht auch falschen Gedanken, die man bisher gehegt hat, dann zu widerwerfen. Vielen Dank dir und noch ein schönes Restfest. Danke, Marian. Danke dir.